Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht, es ist Sonntag, es ist Zeit für gute Laune, es ist Zeit für Witz vom Olli, es ist Zeit für Humor, es ist Zeit für Lachen. Viel zu wenig Zeit für Lachen wird in der heutigen Zeit bereitgestellt, würde ich fast sagen. Bei mir ein bisschen anders, aber ich hoffe, ich helfe euch, dass ihr mindestens dreimal in der Woche, das ist... Und mir hat ein Fan geschrieben, wunderschöner Brief, ich habe leider den Umschlag weggeschmissen, ich kann gar nicht namentlich erwähnen. Es sind wirklich welche dabei, also Fragewitze, warum war in der DDR das Klopapier so rau, damit auch der letzte Arsch rot wird? Also... mein Papa, seine Cousine, das hatte ich nie vergessen, die ist 1988 oder so noch geflüchtet und kam zu uns und dann haben wir über das Thema Witze und habe ich gesagt, gibt es eigentlich irgendeinen Witz? Und dann hat sie gesagt, ja, es gibt einen wunderschönen, wo der Mann ins Lokal kommt und sagt zu dem Kellner, ich hätte gerne Honecker-Schnitzel. Dann sagt der Kellner, das gibt's noch nicht, die Sau ist noch nicht tot. Und sowas, ey, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich glaube, dass Humor auch dort mit solchen Dingen schwierig war, weil du hast ja nicht gewusst, ob der Nachbar das dann gleich irgendwo, also schlimme Zeit für mich, schön, dass es rum ist und in diesem Sinne kann ich nur eins sagen. Es geht weiter. Mein Fan, der mir den Brief geschrieben hat, wunderschön, der Rigobert kommt zum Proktologe und sagt der Arzt, Rigobert, was ist denn los? Da sagt er, Doktor, ich kann schon seit einer Weile nicht mehr richtig sitzen, hab so Schmerz am Po. Sagt er, mach mal Hose runter, Rigobert, Hose runter. Er dreht sich rum, streckt ihm den nackten Hintern entgegen. Dann sagt der Arzt, Rigobert, ich hab mir's gedacht, Hämorrhoide. Dann sagt der Herr Doktor, er dreht sich rum, guckt ihn an und sagt, Doc, das hättest du mal ins Gesicht sagen können. Und hätte ich mir auch ins Gesicht sagen können. Dann der User RK Lionel hat mir einen wunderschönen geschrieben. Raubtierdomteur von Löwe angefallen. Er war angefressen. Ich glaube, Robert Novak hat ihn geschrieben, der ist auch schon mal irgendwann ans Licht der Öffentlichkeit gekommen, aber ich finde ihn einfach großartig. Wo der Rigobert zum Helmfried sagt, boah, wie sieht's denn bei dir mit Sex aus? Und so, sagt er, gut, aber ich hab echt ein Problem, so, ich bin nach 5 Minuten fertig. Da sagt der Helmfried, Mensch, denk doch mal an deine Frau. Da sagt er auch, ja, das könnte helfen. Ich bin nach 5 Minuten fertig. Er denkt an deine Frau. Er sagt auch, ja, das könnte helfen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch wieder nur das Allerbeste an einem wunderschönen Sonntag. Sonnenschein endlich mal. Und macht eins, erzählt euch Witze, begegnet euch, erzählt euch Witze. Es können natürlich auch so flache sein, wie unterhalte sich zwei Popa gesagt, die eine zur anderen, du im Flur stinkst. Oder wo der Taxifahrer nachts durch Pforzheim rast, biegt ab ohne zu blinken, fährt eine Nonne an, steigt aus dem Auto aus, guckt die Nonne an und sagt, ist heute nicht dein Tag, Batman. Ist heute nicht dein Tag, Batman. Junior, alles safe? Jetzt gehen wir zum Bäcker und was holen wir? Wir holen natürlich Brezler. Und wir reiten heute auf der Flusssiege. Und echt, was machen sie denn? Oh, ich guck gleich. Unsere zwei Katzen machen irgendwas. Also der Chef ist wieder gefragt. Der Raubtierdomteur ist wieder gefragt. Wo der Raubtierdomteur
zum Höhepunkt den 5-Meter-Alligator in die Manege zieht und macht ihm das Maul auf, steckt den Kopf frei, haut mit der Faust auf den Kopf, nichts passiert. Lässt Hose runter, holt sein bestes Stück raus, legt es dem Alligator ins Maul, haut mit der Faust drauf und nichts passiert. Und er wendet sich ans Publikum und sagt, wenn das einer nachmacht, 5.000 Euro. Todesstille. Erhöht, wenn das jemand nachmacht, 10.000 Euro. Und dann meldet sich aus dem obersten Rang Herr Oma und sagt, Herr Raubtier Tom Pör, ich mach's aber, Sie dürfen mir nicht so arg auf den Kopf schlagen. In diesem Sinne, bleibe gesund, werde gesund, verliere niemals den Humor, sonst schaut's bitte erst einmal rein. Wolli.